Das Ende der Bücher von Octave Uzan. Ein Auszug aus Geschichten für Bibliophile aus dem Jahr 1894. Aus dem Französischen übersetzt von Markus Seibert. Gelesen von Friedhelm Ptock. Eine Produktion des Argon Verlags. Es war vor etwa 2 Jahren in London, als eine kleine Gruppe von Bibliophilen und Gelehrten eines Abends, der allen Anwesenden dauerhaft im Gedächtnis bleiben dürfte, die Frage nach dem Ende der Bücher und deren völliger Verwandlung erörterte. Wir hatten uns an jenem Abend, einem der wissenschaftlichen Freitage der Royal Society, zum Vortrag von Sir William Thomson eingefunden, einem englischen Physiker und Professor an der Universität von Glasgow, der sich in der alten wie neuen Welt durch seine Mitwirkung an der Verlegung des ersten transatlantischen Kabels einen Namen gemacht hat. Vor einer erlesenen Zuhörerschaft aus Wissenschaftlern und Weltmännern hatte er verkündet, dass es rein mathematisch gesehen in genau 10 Millionen Jahren mit dem Erdball und der menschlichen Spezies zu Ende gehen müsse. Ausgehend von Helmholtz' Theorien, wonach die Sonne eine riesige Kugel ist, die immer kühler wird, genauer gesagt, die wegen der Schwerkraft in dem Maße, in dem sie kühler wird, schrumpft, hatte Sir William zunächst die Sonnenenergie auf 476.000 Millionen Pferdestärken pro Quadratmeter Photosphäre geschätzt und dann ausgeführt, dass sich die Strahlung der Photosphäre alle 2000 Jahre um 1/100 verringere und man deshalb die Stunde exakt bestimmen könne, zu der die Temperatur nicht mehr ausreicht, um das Leben auf unserem Planeten aufrechtzuerhalten. Nicht minder überraschte uns der große Physiker mit seiner These zum Alter der Erde, die er als rein mechanisches Problem entwickelte. Er bestimmte dieses Alter auf weniger als 20 Millionen Jahre, entgegen der sonst von Geologen und Naturforschern vertretenen Ansicht, und wies nach, dass das Leben auf der Erde mit der Geburt der Sonne entstanden sei, was auch immer diesen lebenspendenden Stern selbst hervorgebracht habe, die Explosion einer davor bestehenden Welt oder aber die Kondensation vormals diffuser Nebel. Tief betroffen von den großen Problemen, deren wissenschaftliche Lösung der Professor aus Glasgow seinem Publikum dargelegt hatte, verließen wir die Royal Society. Uns schmerzten die Köpfe. Wie erschlagen von der Enormität der Zahlen, mit denen er jongliert hatte, gingen wir, eine Gruppe von 8 recht unterschiedlichen Persönlichkeiten, Philologen, Historikern, Journalisten, Statistikern und einfach nur wissbegierigen Gentlemen, schweigend und jeweils zu zweit die Albemarle Street und die Piccadilly hinunter. Einer von uns, Edward Lembroke, überredete uns zu einem Nachtmahl im Junior Athenaeum Club. Und kaum hatte der Champagner unsere grüblerischen Gehirne gelockert, unterhielten wir uns angeregt über Thomsons Vortrag und die künftigen Geschicke der Menschheit. James Whitmore sprach ausgiebig darüber, wie die jungen Kontinente am Ende des nächsten Jahrhunderts die geistige und moralische Vorherrschaft über die Alten innehaben würden. Die alte Welt, so meinte er, werde ihre Allmacht nach und nach verlieren und Amerika an die Spitze des Fortschritts treten. Auch das noch junge Ozeanien werde sich hervorragend entwickeln.